die Bildung ziehen wir mal auf Regierungsloyalität hoch. Vielleicht hat das Auswirkungen auf die Bürger, die hier wohnen. Ich gehe mal davon aus, dass ja, irgendwann sicherlich. Schauen wir mal. Fußwege sind aber in der Stadt noch besser als die Straßen. Schneller und damit größere Reichweite, solange hast du keine Asphaltstraßen. Ja, die Asphaltstraßen, die kommen jetzt so langsam. Wir arbeiten da dran. Und Stück um Stück wird die ganze Stadt asphaltisiert. Ach, siehst du, das ist ein guter Einwand. Da könnte man eigentlich auch mal gerade ganz kurz ein paar Gebäude wieder weiterbauen. Ich mache das gerne mal so etappenweise. Mit März, dann können auch mal die Pflüge wieder so langsam da abgeklopft werden von. Machen wir die Tanke auch mal schnell. So, jetzt kann er auch mal aufhören. 4 zum Beispiel können wir auch mal asphaltieren. So. Also Stück für Stück wird das jetzt immer. Das geht ja auch dann eigentlich relativ zügig. Für was brauchst du denn so viele Studierende? Ja, momentan geht's, aber ich habe halt immer die Angst, dass mir das wegkippt mit den Studierenden. Momentan haben wir 1000 Studierende, das ist vielleicht ein bisschen crazy viel. Dann will ich lieber die nehmen, die auch tatsächlich was können. Also die regierungsloyal sind. Aber da haben wir halt keinen einzigen. Das ist ein bisschen unangenehm, irgendwie. So, wie schaut denn jetzt unser Gefängnis eigentlich aus? 18 Tonnen fehlen hier an Ziegel. Das ist halt echt bitter, ne? Und wo fährt der hier die ganze Zeit hin? Wo bringt der die ganzen Ziegel hin? Ach, für die Unterführung sind die. Das für die Unterführung also. Boah, das ist natürlich blöd, wenn da so krass viele Ziegel reinfließen. Ja. Ich hätte die ganz gern hier. Ah, wir haben sie ja sogar. Sind schon 41 Tonnen auf der Baustelle. Schauen wir mal. Hier müssten ein paar Leute... Ja, jetzt wird gearbeitet. Schön. Schön, schön. Dann wird der Knast nämlich hier jetzt endlich mal fertig gebaut. Schön, es ist wirklich herrlich. Ich beobachte sowas gerne. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Da läuft unser Gefängnis, wird hier schön runtergebaut. Schaut euch das an. Schaut mal schnell, wie schön schnell das funktioniert. Aber es gehen uns langsam die Ziegel halt komplett aus, ne? Der will auch wieder die Fußgängerunterführung bauen. Das ist halt deren Job gerade, deren Lieblingsjob. Die Fußgängerunterführung ist halt gerade deren Ding. Da kann man nichts anders machen. Die bauen diese Unterführungen, die wir jetzt gerade in Auftrag gegeben haben, bauen die halt, die kosten halt immer 32 Tonnen Ziegel. Und da stehen die gerade voll drauf, die zu beliefern. Aber unseren Knast zu beliefern, da haben sie nicht so Bock drauf. Und jetzt reicht es nicht mehr, weil 18 Tonnen einfach nur noch fehlen. Ich meine, das geht ja mit den Ziegeln eigentlich recht schnell, ne? Also so ein Ziegel zu produzieren ist jetzt nicht die Kunst. Also vielleicht schon, aber hier auf jeden Fall nicht. Ja, mit ein paar Leuten, zack, schnell. Wenn du jetzt nicht, wenn wir nicht das permanent brauchen würden gerade für die ganzen Rückstauaufgaben, dann wäre der Speicher wahrscheinlich in ein paar Minuten voll. Ja, weil ihr seht ja, wie schnell das geht. Wenn du das nicht permanent rausnimmst, ja, easy, ne? Weil wenn du überlegst, wir brauchen 31 Tonnen für so eine Unterführung und jetzt kommt der nämlich und der bringt es ins Gefängnis. Yes! Noch zwei, noch einer von denen und wir haben es geschafft. Geil. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Die letzten 8 Tonnen kriegen wir jetzt dann gleich an Ziegel noch runter. Und dann haben wir es geschafft und hier ist auch schon wieder vorrätig. Sehr gut. Da kommt der Nächste. Der will es auch einen Fußweg bringen. Da freuen wir uns auch.
So ordentlich Ziegel zerbröselt werden. Ah, Chat, das ist wunderhübsch. Nochmal Fußgängerweg. Ja, aber wenn da mehr liegt, dann holen die sich das auch halt, ne? Hier, der liefert ab. Zack, der wird reingepackt. Sehr, sehr gut. Schau, wie schön das weggeht. Ich meine, da sind jetzt nicht ewig viele Leute drin, aber immerhin die letzten paar Arbeitstage hier mit den letzten paar Ziegels, das läuft doch noch. Hier liegt auch wieder, wie gesagt, auch da brauchen wir wieder 8 und der will auch wieder einen Fußweg bauen. Ne? Das ist sein Traum. Ist einfach sein Traum, Fußweg fertig zu machen. Aber wir sind in Parzenberg jetzt heute eigentlich schon richtig krass weit gekommen, ne? Also wenn du überlegst, die zwei Dinger standen noch nicht, als wir angefangen haben. Das stand hier noch nicht. Das ganze Eck hier oben stand noch nicht. Im Prinzip stand auch davon hier noch Teile nicht. Also wir haben Parzenberg jetzt mal krass erweitert. Aber heute sind wir ordentlich produktiv gewesen. Morgen werden wir noch mehr müssen. Da werden wir nicht drauf drum rumkommen, denke ich. Wobei, morgen spielen wir, glaube ich, Settlement. Da werden wir auch nochmal reinschauen. Ja, ja. So, jetzt kommen wir auf 8. Da müsste, wie gesagt, jetzt, wenn da 8 voll sind, müsste eigentlich schon einer von denen kommen und sagen, Gefängnis. Ja, da kommt einer. Super, der belädt jetzt und danach bringt das hierher und dann bauen wir den Knast fertig. Und dann sollte hoffentlich diese Kriminalitätswelle durchrauschen. Ich bin gespannt. So, da kommt er. 5 Minuten, dann ist der Knast voll. Libo, ich weiß halt nicht, ne? Also, wahrscheinlich ist der Rest schon alles verjährt, ne? Die haben so lange auf den Knast gewartet, dass eigentlich alles zu spät war, ja? So, jetzt wird fertig gebaut, Freunde. Jetzt geht's rund. Die letzten 60 Arbeitstage gehen hier noch ordentlich durch und dann ist der Knast auch durch. Wollen wir dann hart durchgreifen bei der Justiz? Oder ist das aktuelle Strafmaß nach unserem Geschmack? Das ist eine gute Frage, Koblu. Das müssen wir halt aber jetzt erstmal sehen, wie viele Wärter und so weiter. Wir können ja mal hier ganz kurz sagen, ey, nicht so ganz so viele Wärter, ja. Gebäude hat keine Stromversorgung. Nein. Arbeiter brauchen auf jeden Fall Regierungsloyalität. Also hier dürfen nicht jeder arbeiten, ja. Mindestens 70% müssen die... Da sind die Häftlinge, guck dir das an. Die kriegen auch Essen. Was? Moment. Distribution. So. Kulturgenuss. Beabsichtigte Erziehung. Propagierung von Alkohol. Propaganda gegen Religion. Wie es sich auf die Regierung, auf die Regierungsloyalität auswirkt. Moment mal. So. Moment, ich muss jetzt mal ganz kurz gucken, dass ich das ja irgendwie ausgleichen kann. Ach, krass. Ich habe keine Ahnung. Okay. Die scheinen hier halt drinnen zu sein, aber irgendwie kein, also wir brauchen auf jeden Fall hier eigenen Stromanschluss. Es geht ja gar nicht ohne. Warte mal kurz. Lass uns mal schnell den Strom... Ach, wir haben schon wieder Geld. Sehr gut. Lass uns mal schnell hier so eine Versaftung machen. Und was hast du heute gemacht? Ich habe ordentlich versaftet. So, Schluss jetzt. Damit der Saft fließen kann. Hier muss das Ding weg. Komm. Jetzt aber. Zack, da rein. Du gehst da rein. Und du dürfst jetzt hier noch in eine eigene Stromgeschichte rein. Da haben wir nämlich dann auch ein bisschen mehr Power. Yes, genau das meine ich. So, hier. Versaftung. Dann bauen wir das mal.
Und da läuft der Strom. Jetzt müssen die alle happy sein. Die Frage ist jetzt, wie ist es bei denen? Ach, guck an. Da hier. 118% Verjährungsfristen dieses Jahr. Ja, nee. So nicht, Freunde. Hier, jetzt aber ran an die Bulette. Ja? Nix wird hier verjährt. Wobei, ich glaube tatsächlich, die gar nicht das Problem sind. Lass die mal auf 5. Hier, da muss ein Polizeibeamter ran an die Bulette. Ah, das wird schon wunderschön. Wenn wir jetzt da mehr Leute geben. Geht das dann? Oder wie schaut das aus? Aber hier ist ja... Also die benutzen ja ihre Polizeiautos nur ganz wenig. Guck an. Hier ist auch keine Geschichte. Und hier sind Häftlinge drin. 19%, das sind ja überhaupt nicht loyale Leute. Ekelhaft. So nicht. Ach, guck an. Wir sagen, Alkohol ist böse. Ach, Quatsch, okay. Jetzt müssen wir vielleicht die Wärter mal auf die Regierungstreue trimmen. Was machen die dann mit den Häftlingen? Werden die dann deswegen loyaler? Nee, oder? Ja, ist ein bisschen okay, ne? Also es ist so... Ist die Blauberger Polizei auch fertig? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ja, die ist auch fertig. Hier arbeiten auch einige etliche Polizeibeamte. Dann kriegen die hier lauter Trabis hier oben. So, dann wird hier mal ordentlich geguckt. Ja, guck an. Oh, die müssen auch an Sprit angeschlossen werden. Oh, 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 nee, 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 das geht so nicht. Die brauchen auch einen eigenen Spritanschluss. So. Ja, jetzt wird hier auch mal geguckt, was hier bei den Genossen los ist. In Blauberg gibt es nur Trabis, ja. Blauberg ist ein Trabiland. So, das wird jetzt hier aktuell gemessen. Ja, hier wird ermittelt und geguckt. Und jetzt müssten eigentlich die paar Richter, die hier sind, müssten eigentlich dann diese Strafanzeige... Ja, guck an. Okay, geil. So, die kriegen jetzt aus Blauberg die Akte, ja. Hier, Blauberg-Wohnungen. Ja, nice. Sehr gut. National, Dankeschön für dein Prime. National 566 haut einen Sub raus. Vielen lieben Dank Dankeschön. Für deinen Prime-Sub. Er ist ganz frischer, ganz frischer. Vielen Dank. Dein Zisternenbetriebsbüro hat keinen Strom, das macht nichts, Lippo. Die funktionieren trotzdem. So, hier kommt... Oh, ja, guck mal, Gerichtsverfahren. Zack und weg ist er. Hier wird er eingebuchtet. Ah, das sind alles Blauberger. Der Motor ist zu niedrig. Ja, das geht noch. Ist April. Da ist okay. Das kommt immer mal ganz kurz, weil der Tank halt leer ist. Aber es wird jetzt nicht mehr im April in der Regel nicht mehr unter 0 Grad. Da können wir das jetzt zur Not mal laufen lassen. Es ist auch ganz gut, wenn wir das mal laufen lassen. Weil dann könnten wir... Zum einen tanken wir unsere eigenen Speicher mal wieder auf. Und zwar voll auf. Das ist für Blauberg extrem wichtig, weil die haben nämlich jetzt einen Wald hier. Und die müssen auch erstmal ihre eigenen Speicher für den nächsten Winter voll bekommen. Das ist ganz, ganz wichtig. Dass Blauberg jetzt eine bessere Heizung hat als Parzenberg, ist allerdings spannend, ne? Ah, guck mal hier. Hier jetzt müssen wir natürlich überlegen, reichen die Richter, die wir haben? Also im Großen und Ganzen, es wird nicht so schnell entschieden alles. Die Frage ist natürlich, gibt es jetzt hier irgendwelche Straftaten? Und wenn ja, wenn die Straftaten passieren, warum fährt dann keiner los? Maximilian, das machen wir. Wir werden tatsächlich den Bau in die Heizung, quasi, die hier steht, wir werden dieses komplette Areal hier komplett umbauen müssen. Alles hier. Und es kommt auch eine neue Heizung an. Da sind wir aber im Mai schon fast einen Ticken zu spät dran.
Erstmal machen wir jetzt dann beispielsweise das Ding jetzt hier anders, weil das Essen, das klappt hier so mit den Leuten, die wir haben. Das ist alles völlig easy. Aber das Ding kann dann irgendwann umgewurschtelt werden und wird dann von hier arbeiten. Dann machen wir den Tank nur noch leer. Dazu möchte ich aber hier erstmal Strom hinkriegen und vor allem, dann muss diese Nahrungsmittelfabrik vorher stehen. Das heißt, wir haben noch Baustellen, die noch da sind und dann können wir es umbauen. Richter Bautz bewertet jede Straftat nicht nur nach der Schwere, sondern auch nach den äußeren Umständen und wie gut ihm die Nase des Angeklagten gefällt. Ich hoffe natürlich selbstverständlich auch nach der Regierungstreue, Mr. Urbautz. Ja, das ist, eine wichtige Grundfrage. So, wie ist bei euch so? Ja, die Regierungsloyalität ist so eine Sache, ne? Ich finde es aber immer noch schwierig, dass wir das nicht anders hinbekommen mit der Regierungstreue. Weil sie sinkt ja tatsächlich. Sportlich ist... Warte mal, Propaganda... Sport können wir ja... Nee, warte mal, das machen wir so. Alkohol kann man ja noch mehr runternehmen. Ach, guck an! Da macht aber der Spaß nicht mehr mit. Okay. Kulturgenuss dürfen wir ihn nicht noch mehr nehmen. Aber hier, guck mal. Also da, oh. Das ist halt so eine ganz, ganz spannende Geschichte. Wenn wir den Alkohol nehmen und Kultur geben, dann werden sie ein bisschen regierungsloyaler. Wenn wir den Alkohol maximal wegnehmen, wir können sie natürlich auch... Also, Propaganda machen wir mal voll. Was passiert dann? Nix. Haben sie einfach nur keinen Spaß. Okay, wenn wir könnten sie auch zu Alkoholikern erziehen. Das ist natürlich auch spannend. Aber es bringt halt auch gar nichts, ne? Na, schwierig. Okay. Ja gut, irgendwie geht das nicht, ne? Gefängnis soll ja auch nicht Spaß machen. Ja, was willst du machen? Brauchen wir ja nicht unbedingt Spaß. Ich habe halt Angst, wenn die Zufriedenheit absäuft, ja, dass die uns anfangen, da wie wild zu rebellieren. Ja, da habe ich Schiss vor. Das ist meine größte Angst, dass die im Knast anfangen, völlig durchzudrehen, wenn ich denen jetzt hier... Ich meine, ich würde sie natürlich gerne loyaler haben am Ende. Das wäre ja mein Traum, ne, hier. Wie stark die Kriminalität betroffen sein wird. Also sie werden auf jeden Fall, glücklich... Weniger loyal, weniger alkoholsüchtig. Das ist doch schon mal schön. Die sind einfach sauer auf die Regierung. Die sitzen ja auch im Knast. Ja, es kann ja sein, dass denen trotzdem das System gut gefällt. Ja, aber sie sagen, nein. Ich habe halt Geld, mir was vom Nachbarn borgen wollen, was mir nicht gehört. Verbüßt eine Strafe. 1,8 Jahre hockt der da drin. Ja, was? Krass, oder? Wie schaut's bei euch aus? Ein Fahrzeug ist unterwegs. Gut, gut, gut. Das läuft. Also es ist immer jemand da, um hier den bösen Burschen, ja, was zu machen. Das ist gut. So. Verfristungen haben wir hier ein paar. Da können wir auch mal ein paar mehr Leute reinsetzen. Das war ganz spannend mit der Geschichte. Was schickt die Knastis arbeiten? Wie soll denn das gehen? Wie geht das? Wir haben ungeprüfte Strafsachen aktuell, beziehungsweise es kann auch sein, dass die Temperatur gerade zu niedrig ist bei 15 Grad. Oder wegen den Verjährungsfristen, weil wir halt die ganzen ersten Sachen nicht abhandeln konnten, weil die einfach schon alle verjährt waren.
Es sind auch schon 19 Leute im Knast von uns. Ey, was? Aber es wird besser irgendwie. Was ist ein Gefängnisbus? Kann ich den da... Aber ich kann den da nicht kaufen, ne? Gefangen in die Kohlemine bringen. Okay. Lass mal schnell schauen. Gefangenenbus. Ach Quatsch, 13. Ja, Kapazität. 18. Kann ich die auch in der Ölraffinerie arbeiten lassen? Oder im Kieswerk oder sowas? Geht das? Geht nicht da drauf. Ah, ich kann die überall arbeiten lassen. Lass mir die mal in der Ziegelfabrik arbeiten. Mein Ziegel gehen immer, ne? So, wir haben ja 19 Gefangene, also die können auch was tun für ihr Geld. Kostet ja alles. Ab ins Uranwerk. Muss eigentlich der Bus noch langsam auftauchen, oder? Oder muss er erst tanken fahren? Bin gespannt. Da kommt er. Stopp, wie viele hast du dabei? 7 Häftlinge hat er dabei. Ach gut. Und die werden jetzt hier abgeladen und dann arbeiten die für uns hier. Aber so haben sie wenigstens noch für die Gesellschaft einen Nutzen. Das ist ja großartig. Ach ja, hier. Jetzt müssen die ordentlich Ziegel verschüttern. Jawohl. Wir haben ja keine Wahl. Die müssen ja. Oh no, das ist gemein. Ich weiß. Ha. Aber es geht halt jetzt auch gut, ne? Wenn wir da immer welche hinschaffen, das ist eine gute Sache. Weil Ziegel ist halt echt gerade so ein Engpass, ne? Ich meine, das können wir ja bedarfsgerecht machen. Also ich finde das völlig in Ordnung. Hier was verwurstet gerade? Nein. Aber ich finde, die Polizei hat extrem hohen Personalbedarf. Kann das sein, dass das viel zu übertrieben ist, was wir hier reinpacken? Jetzt machen wir mal hier nur 20 oder 10 oder sowas rein. Weil das sind ja so wahnsinnig viele Leute auch. Da reicht auch ein kleinerer Anteil. Da können wir hier lieber 20 Wärter reinsetzen. Wobei bei 18 Gefangenen kannst du vergessen. Mach mal 10. Das reicht ja. Aber hier wird ja, so viel wird ja gar nicht verwurstet. Ich weiß ja nicht, wie viele sie brauchen, damit ein Fahrzeug rauskommt, aber ich glaube, das reicht. Ich glaube, das ist dann nur noch die Ermittlungsgeschwindigkeit. Würde ich zumindest behaupten, wenn ich eine Ahnung hätte, aber ich habe keine. Haha. So, hier machen wir das auch weniger. Hier dürfen auch nur mal 10 oder so, ja. Und jetzt haben die hier wieder ein bisschen Kriminalität. Das ist okay. Ja, guck mal. So viel passiert da ja jetzt nicht. So, das ist gutes Lager. Schön. Desto mehr Werte, desto weniger brechen aus. Aber es ist auch keiner ausgebrochen, oder? Was macht der Tunnel? Du meinst der Tunnel der Freundschaft. Da arbeiten auch tatsächlich Leute. Aber da geht's tatsächlich auch weiter. Ey, der ist gar nicht mehr so weit weg von Fertigstellung. Das ist echt enorm, ne? Da kommen auch wieder Arbeitskräfte an. Wir können auch mehr Arbeitskräfte mal anfragen. Das wäre auch kein Problem. Also wenn man das jetzt so sieht, 1200 Arbeitstage ist natürlich ein Haufen Holz erstmal.
Aber es ist natürlich auch ein wichtiges Prestigeprojekt, ja, um die Freundschaft zwischen Parzenberg, was im Übrigen nachts sehr angenehm leuchtet, ja, also wenn man sich das mal anguckt, Parzenberg hat eine schöne Nachtatmosphäre. Blauberg allerdings auch, ne? Also Blauberg, so nachts am Hügel. Beide Städte zusammen sind auch schön so. Das ist schon schön bei uns. Schöne Ecke. Screamax zum Anzeigen von Kriminalität. Ja, das wäre natürlich auch mal was. Das könnte man natürlich auch mal machen, dass wir uns halt genau rauslesen, wo denn der Stress ist. War das hier unten jetzt gerade? Wo war denn das schon wieder? Ich suche das jedes Mal aufs Neue, das Zeug. Hier war es nicht. War das hier? Nee. Screenmarks da. Und dann sagen wir das hier. Touristen. Und dann sagen wir hier Kriminalität. Nicht bestreifte Verbrechen. Na ja, hier halt, ne? Da haben wir leichte Straftaten. Also hier unten ist schon Straftatenbereich. Hier so ordentlich. Mittlere. Ja, ist okay. Schwere Straftaten. Na, in den großen Blöcken hier hauptsächlich. Okay. Das ist schon ordentlich. Kann ich zum Arzt? Da unten einer, okay. Lebenserwartung. In Gebäuden eigentlich gar nicht so schlecht, ne? Gar nicht so schlecht eigentlich. Schauen wir mal, wie viele Arbeitstage sind noch? 1100. Das läuft butterweich, ich sag's euch. Das ist, ich meine, das Kies und Asphalt ist noch so ein Ding, aber auch das wird gehen. Ne? Und hier, guck mal. Das läuft jetzt auch. Also mit unseren Häftlingen kommen wir da gut hin, wobei gerade tatsächlich keine gebraucht werden. Und auch, ey, jetzt aber. Das ist ordentlich. Wie ist denn hier jetzt gerade? So, hier es läuft auch gerade. Das ist auch im Prinzip nur noch am Fertigbauen. Fehlt es nur noch an Leuten und dann ist das auch dicke fertig, das Ding. Ja, und je mehr Leute hier arbeiten, desto schneller geht das halt einfach jetzt auch. Preis von Kohleerz auf den Weltmärkten sinkt. Nein, tut es nicht. Ja, guck mal, jetzt wird das hier gebaut. Jetzt rumpeln die Gebäude hier hoch. Schau mal, wie schnell das hochgebaut wird. Wahnsinn! Parzenberg geht weiter nach oben. An die Spitze Zwergistans, momentan zumindest. Das ist sehr schön. Sehr, sehr großartig. Plattenberg. Ja, naja, es ist eine schöne Stadt, muss man sagen. Also eine schöne Stadt im Herzen der Nation, momentan zumindest. Zivilisation! Oh, neuer Flugzeugtyp. Ja, ich stelle mir dann später auch mal vor, dass wir so die entferntesten Städte mit einer Fluglinie verbinden. Ach, guck mal hier, hier wohnen die Ersten. So, Bürger wollen hier auch zuziehen, haben da Bock drauf. Es dürfen ja alle Bürger in diesen großen Plattenbau einziehen. Auch die nicht so loyalen dürfen hier rein. Das gestatten wir. Wenn ich das jetzt hier so angucke, ja, das ist jetzt auch in 24 Tagen fertig, auch gar kein Problem. Also gar kein Problem. Läuft schon. Im Übrigen, da wollte ich noch eine Kleinigkeit machen. Und zwar, mir ist aufgefallen, ich habe da einen kleinen taktischen Fehler begangen. Und zwar, wir haben hier ja die Monumental-Dinger da gemacht. Und dabei ist mir eingefallen, das geht ja gar nicht. Also es geht schon, aber die bauen sie halt nicht. Weil, wenn die Dinger nicht an die Straße angeschlossen sind, wird da nie einer hinfahren. Die gute alte Platte. Ja, und hier wohnen jetzt auch gleich Leute und dann wollen mehr bei der Geheimpolizei arbeiten. Ach, es wird wunderschön. Es ist natürlich auch gut, wenn die Illoyalen direkt neben der Geheimpolizei wohnen. Ist ja natürlich nur ein Bürokomplex. Büro und mehr. Ihr wisst, wie es ist. So, die Nahrungsmittelproduktion wird zum nächsten Jahr komplett umgestellt, da werden wir noch mal ein bisschen umbauen, wie gesagt, auch die Heizung und so weiter, das wird uns ein bisschen Geld kosten. Das Gute ist, wir haben Geld und Geld ist
tatsächlich gut. Eine halbe, fast wir haben ein bisschen weniger, als wir gestartet sind. War es ein bisschen mehr, aber das erholt sich gerade sehr anschaulich. Finde ich gut. Finde ich sehr gut. Genau. Büro für Freiheit. Wir wollten das ganz, ganz unscheinbar halten. Das dürfte ja keiner mitkriegen. Bis jetzt läuft das hier. Hier werden noch ein paar Straftaten ermittelt. Ein paar Häftlinge eingeknastet. Es ist wunderschön bei uns. Auch am Ende dieses Streams. Tatsächlich. Da ist es nämlich auch immer wunderschön. Weil es einfach wunderschön sein muss. Am Ende immer. Weil man soll ja immer gehen, wenn es am schönsten war. Still knowing this all was still new.